Willkommen zurück zu Judgment. Ich bin euer Firobo und spreche mit einer epischen Stimme zu euch. Gut, wir sind hier. Hauptmission ist da. Nur dafür darf ich nicht rein. Irgendwas zu tun haben wir gerade eh nicht, ne? Mensch, wirklich. Ja, hier müssen wir noch einen vorstellen. Können wir aber nicht. Von daher kann man ja nichts machen. Und ja, sonst aber nichts. Ja. Ich kann natürlich schon mal gucken, ob ich schon einen Nebenfall kriege. Und kann ich machen, weil wir eh gerade jetzt so im Rumor stehen. Ich habe diese LKW schon immer hier. Ist irgendwie neu. Mal zur Seite. Das ist Werbung für ein Möbelumzugsunternehmen. Welchen Japanisch wüsste ich schon, bei welchem Unternehmen ich meinen Umzug planen würde? Weil die einfach krass sind, die Umzugsunternehmen in Japan. Wenn du das in Deutschland vergleichst, sind das einfach so 0,15 Dinger. So. Hallo. So, schauen wir mal. Währenddessen esse ich noch ein bisschen Fleisch. Aber war ja nichts mehr. Schade. Auch mindestens Hof 30 noch. Und beziehungsweise hier müssen wir noch was uns abgeschlossen haben. Okay. Müssen wir nie abgeschlossen haben. Interessant. Aber vielleicht muss das Kontakt sein, zum einen abgeschlossen haben, ne? Nein, jetzt müssen wir erstmal das Bedingungen beraten. Schade. Ja, dann kann man nicht abschließen, weil wir nicht so Leute dafür haben. Ein bisschen komisch. Ja, jetzt müssen wir den nochmal zum See zur Kanzlei, ne? Ja. Und daher können wir uns dann nochmal da nach Jobs hingucken. Dann machen wir erstmal das. Mischkeit haben wir halt nicht. Trockenfleisch und beim Snacken, beim Zocken ist ja schon ganz geil. Oh, das ist ein Dicker. Komm, ja du. Ah ja. Aua. Oh. Autsch. Bam. Ich verliere mal die Hälfte seines Lebens. Holy shit, was kommt jetzt? Aus. Alles klar. Der Dicke liegt. Ganz gut da gelassen. Und jetzt mein Geld, nicht deins. 2000 Yen, nice. Na, die ganzen QR-Codes sind jetzt auch inzwischen wieder verschwunden. Wie sieht es eigentlich mit unserem Pünktchen aus? Wir haben dann 1900. Auch wieder ein bisschen was, aber. Na. Dann können wir wieder skillen. Als skillen wir, können wir denn hier skillen? Schauen wir da mal. 1200 für den da. Tüte sammeln lassen. Oh. Okay. Da war noch eine, ne? Das ist ja, die können wir auch mal hier jetzt, ne? Genau. Nehmen wir die. Und Schnellschlag. Attack, der auf den Schnellschritt folgt. Jo, machen wir mal. Bam, wenn zu Kung-Fu-Meister, dann können wir auch noch einen machen. Übt der Fall. Machen wir den. So. Guck mal, haben wir jetzt den freigeschalten dafür, oder wie? Segen des Donnergottes. Okay. Können wir wahrscheinlich auch mal weitere Sachen freischalten. Die werden wir nicht brauchen werden, vielleicht mal. Aber wir brauchen es nicht. So, wir sind da, jawohl. Dann schauen wir nochmal. Ich muss ja hier in den Aufzug rein. Dass sie keine Treppe haben. Was macht ihr denn, wenn mal ein Feuer ausbricht? Oh, Hoshikun, was ist hier los? Jetzt noch zu Nebenfall? Moment, was zur. Du hast es getan, also gib es endlich zu. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es nicht war. Lügen hilft dir ja auch nicht. Hey, Yagami-san, Sie sind gekommen. Yagami-kun. Oh, Mafu ist auch hier? Was in aller Welt ist hier los? Ich dachte, es wäre ernst. Es ist ernst. Wie Sie sehen können,
wollen Saori und Mafusan mir ein Verbrechen anhängen. Ein Verbrechen? Oh. Ja, und ich sagte ja, ich bin unschuldig. Und los geht der Spaß. Welchen Taten habe ich euch verdächtigt, wie so ein Mafu? Ja, komm erstmal das. Ja. Hashikun, was wirft Saori dir denn vor? Ich habe gar nichts gemacht. Sie ist nur sauer wegen ihres blöden Kuchens. Mhm. Ihr Kuchen? Ja, sie hat mir vorgeworfen, ich hätte den Kuchen gegessen, den sie im Kühlschrank gelagert hatte. Aha. Das war nicht nur irgendein blöder Kuchen, der war von Goto Getau. Das war ein spezieller Kuchen, für den ich stundenlang anstehen musste. Hä? Hä? Passiert das gerade wirklich? Okay, einfach mal aufs Siegel. Und was hat Mafuyu hier mit der ganzen Sache zu tun? Gar nichts, ich war nur wegen der einer Arbeitssache hier. Und dann wurdest du da reingezogen? Hm. Saori ist ziemlich sauer. Ich habe Befragungen durchgeführt und es sieht so aus, als wäre Hoshikun wirklich der Einzige, der in Frage kommt. Deswegen vertritt Mafuyu mich in diesem Fall als Staatsanwältin. Also als Staatsanwältin? So läuft das also. Wieso steht Hoshikun unter Verdacht? Ja. Schön, ich weiß an. Warum ist Hoshikun der Einzige, der in Frage kommt? Weil er der Einzige war, der überhaupt vom Kuchen wusste. Weil sie damit so angegeben hat. Warum machte mich das verdächtig? Okay, wir brauchen Fakten. Wann wurde der Kuchen zuletzt gesehen? Ich bin gestern um 20 Uhr nach Hause gegangen und da war der Kuchen definitiv noch im Kühlschrank. Ich war etwa 2 Stunden länger da, aber niemand sonst kam ins Büro. Angenommen, Hoshikun ist unschuldig. Dann hätte jemand den Kuchen zwischen 22 Uhr und heute Morgen essen müssen. Sicher, dass du das Buch abgeschlossen hast? Ja, absolut. Keine Anzeichen eines Einbruchs, glaube ich. Ich glaube, damit ist ein Dritter als Schuldiger ausgeschlossen. Verstehe. Und wer hat das Büro heute Morgen aufgeschlossen? Gendasensei war schon da vor mir da. Aber er ist gegangen, als ich gekommen bin. Nachher ist Mafuyus dann aufgetaucht. Saori war die Letzte. Und da habe ich definitiv entdeckt, dass mein Kuchen weg ist. Okay. Ja, das war. Das würde gerne das Ganze auffällig machen. Er könnte ihn gegessen haben, als er alleine war. Nie im Leben. Denn selber steht mir auf japanische Süßigkeiten von westlichen lässt er die Finger. Das ist eine Erklärung, obwohl er vermutlich keine besonderen Motive haben wird, wenn das stimmt. Nee. Du stehst mit dem Rücken an der Wand, Hoshikun. Aber machst du nicht einfach einen Tisch? Ha? Mach früher dann. Bitte glaub mir. Ich hab ihn nicht gegessen. Je länger sie sich vor dem Verbrechen verstecken, desto schwerer fällt das Urteil aus, Hoshikun. Einspruch. Wenn Sie mich fragen, ist Mafuyu-san die Verdächtige. Hä? Entschuldigung? Hast du gerade einfach aus Spaß Einspruch geschrieben? Nee. Und würden Sie dem Gericht erklären, was dieser kleine Kommentar bedeuten soll? Nachdem Mafuyu-san gekommen ist, habe ich meinen Schreibtisch verlassen, um aufs Klo zu gehen. Ich war 15 Minuten weg. Hat aber lange gekackt. Mafuyu-san hätte in dieser Zeit problemlos den ganzen Kuchen verputzen können. Ha? Aber sollte ich. Es hat weder Hand noch Fuß. Du hast überhaupt einen Beweis, der deine Ordnung unterstützt? In der Tat, den habe ich. Hä? Hä? Ich glaube ja nicht, dass ich es nicht gehört habe, als du heute Morgen gekommen bist. Hat dein Magen geknurrt. Nani? Das hast du gehört? Oh ja. Du hast nichts gefrühstückt, oder? Natürlich hättest du dann Hunger. Also hast du kurz in den Kühlschrank gelinst und einen köstlichen kleinen Kuchen entdeckt. Du kannst nichts anders und hast ihn gefuttert. Oder liege ich da falsch? Ha? Ja, ja, das tust du. Außerdem ist dein Knochen am Magen wohl kaum ein ausreichender Beweis für irgendwas. Na gut. Yagami-san. Yagami-san, du bist dran. Mhm. Das bin ich. Bitte nimm den Fall an und verteidige mich. Wenn nicht, wird Sayori mich bis ins Lebensende böse anschauen. Na gut, wenn das eine offizielle Anfrage ist, schätze ich, kann ich sie annehmen. Verlass mich auf dich. Kostet aber auch 80.000 Yen, oder? Okay, offenbar passt das gerade wirklich. Aber sollte ich im Chat anfangen, wie ein guter Anwalt.
ob die Verpackung noch im Kühlschrank ist. In der Rechtlichkeit ist dies. Du. Okay. Ja, und wir den. Den wir da mal. Hier haben wir wieder eine Katze. Wir haben hier überall Katzen. Na, ich muss auch fokussieren, ne? Du. Kann nix machen wir hier. Nix, gar nix. Vielleicht auf den Händen irgendwie Flecken oder so. Du. Jetzt fehlt mir so ein Fleck. Aber wir sehen gar nix. Oh. Ja, jetzt geht's. Der Müllheim ist leer, wie ich sehe. Nur ist es daran voll. Die Hüllen nehmen wir jetzt erwachsen jeden Tag raus. Und wer bereit hier dran? Kinder-Sensei. Hä? Was? Der Sensei springt ein? Naja, er hat mir einen Strafverfehlen. Sori hat ihn dazu verdonnert. Ja, danke. Ist immer zu faul, seinen Müll ordentlich zu trennen. Also musste ich ihn zurück wegstutzen. Ich habe ihm gesagt, denken Sie auch mal an diejenigen, die den Müll rausbringen müssen. Er meinte, er würde anfangen, den Müll unterzubringen. Dann war es, dass sie ihn so also einfach in den Kopf werfen. Ja, dann ist er. Ja, gibt's dann. Die anderen Mülleimer sind auch leer. Jetzt hat er scheint seine Fische ernst zu nehmen. Ist notiert, danke. Dass du das überprüft hast. Tja, der Kuchen muss doch eingepackt gewesen sein. Wo hätte man die Kuchen nur wegwerfen können? Ich schätze, man hätte sie mit dem anderen Behälter in die Küche waschen können. Ah. Sehen wir uns das an, wenn wir die Backpacken packen, dann sind voll. Müssen wir jetzt hier in die Küche? Ich suche den Kühlschrank. Ach so, ich darf mich bewegen. Okay. Das ist also der Kühlschrank, der Tatort. Er ist alles geschmolzen oder hat ja vergessen, es einzufrieren. Nein, ich glaube nicht. In der Woche braucht einfach niemand Eis. Und dessen habe ich es niemanden nutzen sehen. Warum ist es dann geschmolzen? Interessant. Vielleicht hat Kenzel ein paar Sachen weggeworfen. Weil der Kuchen schlecht war. Eine Verpackung, aber es sind einige Milchkartons aus. Die wurden ausgewaschen oder nicht zusammengefaltet. Ja, das hat Zoll Milchkartons gesandt, waren sie noch nicht da. Also muss sie der aufkommt hat, dorthin gelegt haben. Es war rückt jeden, der seine Sachen nicht wegkommt. Oh. Das sind drei. Die für mich trinkt sie doch nicht, oder? Bezweifle ich. Vielleicht hat sie die aus dem Mund weggeworfen. Also war der Kühlschrank einfach das Kühlschrank kaputt und deswegen haben wir es weggeworfen, weil es halt schlecht war. Würde ich jetzt behaupten. Ja, Mister. Ja, Mister, sind Sie fertig mit der Untersuchung? Wenn ja, sollten wir mit der Anhörung beginnen. Hä? Anhörung? Wir sind da. Wird das hier wirklich über eine Gerichtsverhandlung? Natürlich. Mafuyu, oder sollte ich sagen, Staatsanwältin Fuji, Sie sind dann bereit, Ihren Fall darzulegen? Na schön, ich stecke eh schon mittendrin. Da kann ich das auch bis zu Ende bringen. Bitte. Tag, das kriege ich jetzt im Fall des Anklagten Issei Hoshino. Staatsanwältin Fuji, Ihr Plädoyer bitte. Ja, also die Staatsanwaltschaft ist der Überzeugung, dass Hoshikun der einzigste mögliche Täter ist. Und ihre Beweise? Die Verteidigung stellt es dar, als könnte sie selbst zu den Schuldigen zählen. Herr Ehren, ich kann diese Behauptung voll widerlegen. Fahren Sie fort, schauen Sie mit dem Fuji. Wenn ich den Kuchen gegessen hätte, dann müsste etwas am Tortut sein, das dort aber fehlt. Yagami-kun, du kannst diese Aussage bestätigen, nehme ich an. Wenn man den Kuchen wirklich gegessen hat, sollte etwas da sein, das aber fehlt. Der Beweis dafür ist. Müllheimer sind leer, sauber, ja. Die Müllheimer Tatort waren leer, weil sein Hindert am Morgen geleert wurde.
Ja, Vincent war erst im Büro. Und als er da war, hat er den Müll vermutlich rausgebracht. Das bedeutet, dass man für die Verpackung des Kundenzitter hätte wegwerfen müssen, wenn sie ihn gegessen hätte. Und da wir jeden Müll einmal überprüft haben und alle leer sind. Oh, das klingt flüssig. Genau. Ja, keine Verpackung im Müll. Das bedeutet, dass ich den Kuchen nicht gegessen haben kann. Das heißt aber auch, dass er ihn auch nicht hätte essen können, ne? Wir haben die Müller mal ordentlich gesucht. Da war nichts zu finden. Verstehe. Das ist also ein ziemlich eindeutiger Beweis. Mensch, soll ich sagen. Ich kann ihm Gegenargumente vorbringen. Das Gericht gibt dem Anspruch der Verteidigung statt. Die Verpackung mag nicht im Müll liegen, aber wir können auch nicht ausschließen, dass sie woanders versteckt wurde. Einspruch, es war abzusehen, Ärger mit Kunden. Ich würde dem Gericht gerne ein neues Beweisstück vorlegen. Aber war das Beweisstück? Wenn du das Zimmer suchst, das habe ich natürlich an meine eigene Mittlung durchgeführt. Da ist mir dann dieses Dokument auf so Schreibtisch ins Auge gefallen. Also auf einen geplanten Stromausfall. Inwiefern ist das relevant, Frau Staatsanwältin? Na, kommt ein Stromausfall der Küche auf dem Kühler ändern. So klar. Ich meine, ich hätte es gestern um 23 Uhr bis heute Morgen 9 Uhr keinen Strom gegeben. Jetzt, wo sie so sagst, Vincent sagte, es wird was erwähnt. Er hat uns alle gewarnt, nichts in der Küche stehen zu lassen, dass es sonst schlecht werden würde. Oh, dann erinnere ich mich auch. Aber mir ist was Dringendes dazwischen gekommen. Also habe ich es vergessen. Das heißt dann wohl, ganz genau, wenn der Kuchen im stromlosen Küche war, wäre er vermutlich verdorben. Der Winter ist dieses Jahr ungewöhnlich warm. Wenn wir ihn jemanden gegessen hätte, wäre derjenige nach dem ersten Bissen aufgefallen, dass er verdorben ist. Stimmt. Niemand würde in dem Fall den ganzen Kuchen aufessen. Also der ganze Kuchen ist verschwunden. Er muss den Kuchen verschlungen haben, als er noch frisch war. Also es gibt nur eine Zeitspanne, in der das möglich war. Heute Morgen, nachdem der Kuchen schon verdorben gewesen wäre. Sondern gestern Abend, als er noch frisch war. Hey, warte. Ein gehörischer Soß ist das für die Kuchen. Der ihn gegessen hatte, war der das Buch abgeschossen hat. Ja, Oshikun, du kannst es gewesen sein, du kannst es gewesen sein. Niemals! Einspruch. Einspruch. Entschuldige. Hat die Verteidigung noch einen weiteren Argument vorzubringen? Ja. Ich denke, es ist zu früh, um zu einem Urteil zu kommen. Eine Möglichkeit gibt es noch. Hoffentlich taugt das was. Der Kuchen ist nicht der einzige, der was aus dem Büchern verschwunden ist. Und ich kann es beweisen. Die Milchkartons. Die Milch, die Sauri im Kühlschrank hatte, wurde ausgeschüttet, ihre Kartons ausgewaschen und zusammengefaltet. Mit anderen Worten, die Milch wurde auch aus dem Kühlschrank entfernt. Drei Kartons, um es genau zu sein. In der Sense muss es während seiner Aufräumarbeiten erlegt haben, die ihm in der Form auch selbst aufgelegt wurde. Ich kann den Schweigen herkommen. Fragen wir uns nochmal, das Kind dazu bringen könnte, das zu tun. Warum würde er drei Milchkartons auf einmal wegwerfen, wenn darin noch Milch war? Du hast recht, das ist merkwürdig. Warum? Es gibt einen Beweisstück, das die Logik hinter seiner Handlung aufzeigt. Der Stromausfall. Der Stromausfall. Der Verteidiger, worauf wollen Sie hinaus? Was würde passieren, wenn man Milch über Nacht in einem nur ausgeschalteten Kühlschrank stehen ließe? Ich würde sagen, sie wird schlecht. Und wenn ganze Zeit beim Aufräumen daran war, merken würde, dass die Milch verdorben ist, dann würde er sie vermutlich wegwerfen. Oh, dann. Offensichtlich hat die Staatsanwaltschaft, worauf ich hinaus will. Was bedeutet, dass der Sauris Kuchen tatsächlich gegessen hat? Niemand. Niemand hat den Kuchen gegessen. Mit anderen Worten, es gibt keinen Schuldigen. Was? Das kann ich nicht glauben. Willst du sagen, das Kind den verdammten Kuchen weggeworfen hat? Ja, genau, das will ich sagen. Zoria sagte selbst, dass sie gestern dringend nach Hause musste, also sie hat den Stromausfall vergessen. Als Gensler den verdammten Kuchen entdeckt hat, hat er seine Pflicht erfüllt und ihn entsorgt. Also willst du sagen, dass ich mich dazu hinreißen lassen, Hiroshi zu verdächtigen? Wow, was ist denn hier los? Was macht ihr denn hier, Yagami Mafuyo-kun? Kommt zurück, Gensler. Wer von euch hat denn die ganzen Milch und den Kuchen über Nacht im Kühlschrank gelassen? Habe ich euch den geplanten Stromausfall nicht oft genug um die Ohren gehauen? Und gerade an dem Tag, an dem ich mit dem Aufräumen dran bin. Es ist unhöflich, anderen Verdorbenes wegwerfen zu lassen. Ups. Hatten wir also doch recht.
Ich glaube, was ich sagen wollte ist, denken Sie auch mal an diejenigen, die den Müll rausbringen müssen. Ihre Worte, oder? Shirosaki-kun. Tja, nachdem ich mich mit den ganzen Verdammten rumschlagen musste, verstehe ich das jetzt nur allzu gut. Es tut mir so leid. Tja, hätte mal aufpassen müssen. Danke, Yagami-san. Sieht aus, als wäre ich nicht mehr verdächtigt. Ich verurteile Saori-san dazu, einen Monat lang meinen Aufräumdienst zu übernehmen, und zwar bis zum Morgen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie leid es mir tut. Als Vater möchte ich, dass du das hier bekommst, Saori-san. Danke. Du hast ja 80.000 Yen bekommen? Lol. Ich muss aber wirklich zugeben, dass ich schockiert bin. Saori-san ist normalerweise Stressresistenz, aber sobald es um Süßigkeiten geht, sie haben keine Ahnung, wie lange ich mich auf diesen Kuchen gefreut hatte. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, aber als Anwälte müssen wir immer einen Kühlkopf bewahren. Ich werde an mir arbeiten. Der Fall war erledigt. Ein ziemlich turbulenter Tag für das Justizsystem. Alles klar. What the fuck? In Kamurocho ist die Stimmung durch die Rivalität zwischen den Matsugane-Familie und dem Kurei-Clan sehr aufgeheizt. Ich sollte mich bei Higashi darüber erkundigen. Gut. Können wir das wieder machen? Uiuiui, dann kommen wir mal hier. Yagami-san. Ja, to. Alle? Ja. Sie hat sich Sorgen gemacht. Ich wollte eigentlich nur noch Film gucken. Yagami-san. Ja. Okay, warum kann ich keinen Film machen? Ich habe gehört, dass im Büro der letzte Nacht jemand erschossen wurde. Genau. Kannst du mir das auf Y-Sonal? Ich kenne ihn. Wenig kennengelernt. Moment, haben sie sich etwas Sorgen gemacht? She likes me. Ich kann echt gerne auf Filme jetzt bei ihr nehmen. Lol. Warum nicht? Was hast du noch zu erzählen, alter Mann? Hey, Yagami. Und Tamura liegen im Clinch, oder? Ich habe mich angerufen und mich ausdrücklich über dich erkundigt. Ich möchte nicht, dass du weiter an diesem Fall arbeitest. Es tut mir leid. Also, kann man quatschen lassen, ne? So, gut, dass es jetzt gar nichts Neues gibt, ne? Oder? Gibt es irgendwas Neues? Nö. Leider nicht. Schade. Wie denn eigentlich unser Event mit? Und ihr ja was? Kann leider gar nichts machen mit ihr, ne? Schade. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Finden wir die Leichen im Keller. Ja. Geht kaputt. Ups. Ja. Ja. Ich hab jetzt eine Hut. Nani. Ich fahre aber auch nur ab hier irgendwas, ne? Da, oh, da ist gerade einer gespawnt. Oh, hier kommt niemand zu einer. Der läuft einfach weg, wie er jetzt sagt. Zack, zack. Und ouch, ouch. Aua. Warum kriegst du bei den Leuten die Rückräder? Das ist unglaublich schmerzhaft. Au. Warum tust du das? So. Ups. Oh. Ach, ich wurde gar nicht getroffen. Ups, falsche Taste. Komm her.
Come on. Ups. Hoppala. Konnte mir das nur passieren? So.